Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden oder auch Fernsehsender, sie alle gehören zu den weltweiten Auftraggebern des Antennenherstellers Vertex. Die Produkte von Vertex sind rund um den Globus zu finden, ihr Ursprung befindet sich aber in Duisburg. Im linksrheinischen Homberg arbeiten ca. 70 Ingenieure, Mathematiker, Physiker und Techniker an hochtechnologieorientierten und maßgeschneiderten Antennen. Mit ihrer Arbeit bleiben die Homberger Techniker in der Bevölkerung allerdings unter dem Radar. Liefern natürlich nur an professionelle Kunden, also wie gesagt öffentliche Auftraggeber oder auch kommerzielle Firmen, Satellitenbetreiber. Als Endverbraucher merkt man es nur indirekt, weil die Kommunikationswege über Satellit vielfältig sind und natürlich viele Leute auch ohne es zu wissen, Fernsehen über Satellit sehen, Internet, Telefon. Viele Strecken auch im Internet gehen phasenweise über Satelliten und dafür werden große Antennen benötigt, sowohl im Sender- als auch im Empfangsbereich. Als sogenannter Hidden Champion war Vertex nun Gastgeber beim Wirtschaftsdialog der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Mit Auftraggebern in 50 Ländern weltweit ist der Antennenproduzent nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht ein absoluter Big Player der Region. Als hier dieser Gewerbepark Rheinpreußen erschlossen worden ist, war Vertex eines der ersten Unternehmen, das sich hier angesiedelt hat. Und seitdem hat es immer wieder auch Kontakt gegeben. Und beim Wirtschaftsdialog kommt es uns ja darauf an, eben besonders innovative und auch Hightech-Unternehmen vorzustellen, auch dem Oberbürgermeister. Insgesamt sind natürlich innovative Unternehmen immer wichtig für einen Standort, weil es dort eben auch eine Weiterentwicklung dann gibt. Es gibt die Kontakte zu den Universitäten, aber auch eben zu den anderen Unternehmen hier am Standort. Es wird nicht alles selbst produziert, sondern man greift auf ansässige Unternehmen zurück. Und insofern ein wichtiges Unternehmen, hat eigene Arbeitsplätze und sichert damit eben durch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auch noch weitere Arbeitsplätze. Tochterunternehmen der amerikanischen General Dynamics Gruppe, ein Vertrieb auf dem gesamten Globus. Dennoch weiß das Duisburger Unternehmen, was es am hiesigen Standort hat. Wir waren mal Krupp Industrietechnik bis vor 25 Jahren, dann wurde diese Firma Vertex gegründet. Wir sind hier am Standort Duisburg geblieben als Krupp-Ausgründung. Nicht zuletzt deshalb, weil Duisburg ein attraktiver Standort ist bezüglich Logistik, Bildungslandschaft, die hier sehr stark ist im Ruhrgebiet und auch sonstiger positiver Standortbedingungen, auch der offenen Mentalität der Menschen, nicht zuletzt gedankt. Vertex Antennentechnik, Weltmarktführer, regionaler Wirtschaftsmotor und Teil 9 beim Duisburger Wirtschaftsdialog.